Guten Tag, ich begrüße Sie recht herzlich zu unserem Podium über Comic-Blogs und ein Spendenprogramm in Deutschland. Also die Blogs gestern Abend hat auf der E-Com-Preisverleihung wurde gesagt, Leute, macht mehr Fanzines, es gäbe viel zu wenig Fanzines in Deutschland im Moment hier auf dem Salon. Und eigentlich muss man nur genau hingucken, denn die Fanzines, die werden nicht mehr analog gemacht, sondern heutzutage digital gemacht. Und aus diesem Grunde haben wir einige Blogger eingeladen, die regelmäßig auf ihren Blogs Comics veröffentlichen. Und wir wollen versuchen, das heute mal ein wenig zu hinterfragen, zu gucken, was das eigentlich ist und woher das kommt und wer diese Menschen sind, die sich die Mühe machen und oftmals unentgeltlich täglich eine kleine Anekdote, eine Episode oder etwas Erlebtes, was Gedachtes auf ihren Blog setzen. Und erstmal machen wir eine kleine Einführungsrunde, würde ich sagen, eine kleine Vorstellungsrunde, dass sich jeder vielleicht mal ganz kurz vorstellt mit Namen, dem Namen des Blogs, wie lange schon gebloggt wird und vor allen Dingen, was man denn eigentlich auch im richtigen Leben macht, neben dem Bloggen. Und vielleicht stellt sich jeder mal ganz kurz vor. Also die letzten Geheimnisse plaudere ich jetzt mal für dich aus. Mein Name ist Leo Leowald. Mein Blog heißt Schwarwald, den zeichne ich seit 2004. Anfangs täglich, dann 5 Tage die Woche und momentan nur noch gelegentlich, weil ich gerade eine kleine Pause mache vom Bloggen. Und was war die Frage, was ich sonst noch so mache? Also mein Geld verdiene ich natürlich auch mit Zeichnen, mit Bloggen, als Illustrator und ja. Das mache ich schon. Ich wohne in Köln. Hoffen wir weiter. Ja, ich bin Katja, komme aus Dresden. Mein Comicblog ist platonisch, kann man auch ein bisschen Dänisch aussprechen, ein bisschen Dänisch. Ja, ich bin eigentlich Kunststudentin, vorzüglich eigentlich, weil bin ich eigentlich Comiczeichnerin, weswegen ich das eigentlich die ganze Zeit so mache, wenn ich mich mit anderen Comiczeichnern aus Dresden treffe und lustige Sachen fragen. Genau, ich gehe mal rein. Mein Name ist Flix, ich wohne in Berlin und zeichne seit 2003 ein Art Tagebuch, Comic-Tagebuch für mich, was ich seit 2006 auf meiner Webseite www.flix.de mehrmals die Woche aktualisiere. Ich bin Anja, ich zeichne seit dem 01.01.2008 meine Comic-Tagebuch. Und studiere mittlerweile in Offenbach Kommunikationsdesign und kann vorher auf. Aus Gütersloh, aus Bielefeld und aus Berlin bloggt. Mein Name ist Johannes Kretschmer. Ich blogge seit August 2005 und bin im richtigen Leben Informatiker, also wahrscheinlich nächste Tour hier, nicht aus der Küste. Und versuche dann ja in die Jena zu promovieren. Guido Kirchleit bin ich, Paralleluniversum.net.
meinen Job begonnen und bin im wirklichen Leben eigentlich Comiczeichner und Illustrator. Die Geschichte des Bloggens habt ihr ja nicht erfunden. Leowald, der am längsten bloggt, der kann uns bestimmt auch ein wenig über seine Einflüsse erzählen. Denn es gibt eine Person, die spielt immer eine große Rolle, wenn es ums Comic-Blog geht. Das ist James Kutschalka, der immer als der ein Amerikaner, der angefangen hat, Tagebuchstrips zu zeichnen und die auch irgendwann im Internet veröffentlicht hat, der so weit gegangen ist, dass er dann die Schwangerschaft seiner Frau auch mit aufgezeichnet hat. Quasi auch das erste digitale Baby zur Welt gebracht hat, wenn man das so will. Also das erste Flip-Baby, das erste digitale Flip-Baby zur Welt gebracht hat. Und Kutschalka hat schon 1999, wenn ich mich recht entsinne, angefangen. Inwieweit ist denn Kutschalka für dich ein Vorbild gewesen, als du angefangen hast mit deinem täglichen Flip? Ja, Kutschalka war eigentlich der erste, bei dem ich eben so diese Tageszeichen online beobachtet habe. Und Vorbild, ich würde es etwas anders formulieren. Also für mich war Kutschalka eigentlich eher ein Anreiz. Vorbild natürlich auch, so in gewisser Hinsicht, in vielen Punkten, aber auch ein warnendes Beispiel. Und ich habe, als ich angefangen habe, 2004, so im Februar, erstmal 3 Monate gebraucht, um mich von diesem Vorbild freizuschwimmen, weil ich keine Lust hatte, einfach das Gleiche nochmal auf Deutsch zu machen. Weil wir sind ungefähr gleich alt, leben in ähnlichen Lebenssituationen und dann dachte ich, das ist natürlich Blödsinn, wenn ich jetzt die ganzen Themen, die er schon hat, dann auch wieder ausbreite. Es gab sogar ein Jahr, wo er dann Weihnachten den gleichen Pullover wie ich im Geburtstag geschenkt bekam, mit so einem Depp-Ding mit einem Wirschmuster drauf. Und dann dachte ich, das ist aber zu viel an Überschneidung und das muss dann ja nicht sein, das kennt man dann alles schon. Und deswegen habe ich erstmal versucht, mich 3 Monate lang einzuschieben, zum einen darauf nicht James Kutschalka frei zu werden und zum anderen auch auszuprobieren, wie für mich überhaupt der Umgang mit so einer unbestimmten, vagen Öffentlichkeit sein kann. Also Kutschalka ist ja sehr offensiv und sehr offen und präsentiert wirklich alles, so von Texten seiner Frau, Fehlgeburt, bis auch zu Fotos der Kinder im Internet. Und das ist mir dann eindeutig zu viel an Privatsphäre, also das möchte ich nicht so den Leuten die Tür stolpern und das war dann eben auch schon austesten, was kann ich meinem Freundeskreis, meiner Familie zumuten und was muss ich mir auch selber tun, wenn ich was mache. Deswegen habe ich das 3 Monate unter Verschluss gemacht und ich das Gefühl hatte, ich bin jetzt so weit, habe ich mich von Kutschalka auch freigeschwommen, dass ich mich dann vor die Tür wagen kann. Das wäre dann vielleicht auch der Grund gewesen, du zeichnest ja Schnabelwesen. Vielleicht zeichnest dein Leben quasi mit Schnabelwesen. Du abstrahierst also ein wenig von diesen menschlichen Figuren. War das auch der Grund dafür, dich abzugrenzen von dieser 1:1-Übersetzung der Tagebuchstrips, dass du mehr Freiheiten hast, andere Geschichten vielleicht auch zwischendurch mal erzählen konntest? Ja, ich denke schon. Also ich habe natürlich auch überlegt, wie so eine Figur aussehen kann. Kutschalka macht es ja ähnlich, der tritt ja auch nicht als er selbst auf, sondern als ein zum Elf mutierter James Kutschalka. Also er ist dann auch irgendwie nicht so ganz er selbst, aber er ist natürlich trotzdem genau das, macht das, zitiert sich wörtlich und gibt sein Leben, glaube ich, schon ziemlich eins zu eins hier. Und diese Schnabelwesen, also ich habe eben auch versucht, so gesucht, welche Figur kann es eigentlich sein. Also man beschäftigt sich ja tatsächlich jeden Tag damit, mit so einem Wesen, das man in die Welt setzt. Und habe geguckt, was es bei mir da bislang eigentlich so gab, und Fundus. Und habe mit verschiedenen Figuren rumprobiert. Es gab dann eine Taube, es gab einen Bonobo, der mir dann auch irgendwie halbwegs nicht. Und es gab auch ein Ichwittchen, das war eine weibliche Version von mir, die dann auch mit einem Berg ausgestattet war. Das war dann aber immer nicht, weil es dann hatte doch zu weit von meiner Lebensrealität entfernt. Und ja, dann kam eben irgendwann der Schnabel, weil früher mal ein anderes Comic von mir eine Figur namens Onkel Leowald gab, die natürlich mit 3 Nähten ausgestattet war, die aber deutlich fiktiver war als das Schnabelwesen, das mittlerweile in Farbe ist. Von dir weiß ich, dass du auch Kutschalka-Fan bist, schrecklich warst. Du hast aber dann so angegangen, dass du quasi dich selbst zur Kunstfigur stilisiert hast in deinem Comic. Und über dein eigenes Leben. Erzähl doch mal, wie du dazu gekommen bist, wie das passiert ist, dass du unter dem Einfluss von Kutschalka begonnen hast, auch Episoden aus deinem Leben zu erzählen. Oder hing das vielleicht sogar damit zusammen, du bist bekannt geworden mit dem Comic Held, der
ja auch autobiografisches und eine Autobiografie über dein jetziges Leben hinaus erzählst, zum Tod. Ja, klar, Heldentage, das hängt schon irgendwie eng zusammen, weil Autobiografie für mich so ein Schlüsselerlebnis war, nämlich wie ich Geschichten erzählen kann, von denen ich Ahnung habe. Also da habe ich auch wesentlich spannender gelernt als die Psycho, die ich vorher gemacht habe. Ich habe Kochalka oder Kochalka gelesen, fand das super, auch wenn ich war von dieser Freude am Banal begeistert. Also er zeichnet ja jede kleine Schneeflocke und freut sich darüber, ich fand das großartig, darauf Comics machen zu können. Und fand dann, ja, das probiere ich jetzt auch so für mich. Und versuche diese kleinen Momente, die ja dann doch eine ganze Zeit so markiert haben, eben einzufangen und als Comic zu machen. Ich dachte auch, naja, was der macht, dass er wieder hinkommt, nachdem so ein zweites Schritt. Und dann sagte ein Bekannter von mir, ja, das muss man erst mal schaffen. Und dann dachte ich, ja, ich kann das, ich mache das. Und dann haben wir gewettet und dachten, hier, dass ich das ein halbes Jahr durchhalte. Und naja, auf diesem halben Jahr sind es schon halb sieben geworden. Und das geht, man kann es schaffen, es ist nicht so schwer. Du hast denn auch für dich einen Weg gefunden, einen eigenen Weg gefunden, mit deinem Leben umzugehen und die Leute zu integrieren in dein Leben. Ich kann mir vorstellen, dass es vielleicht manchmal gar nicht so leicht ist, weil Bekannte auch gerne vorkommen wollen. Dein Film hat eine ziemliche Popularität. Wie viele klicken den an? Im Moment sind es rund 10.000 bis 11.000 Leute jeden Tag. Ja, das möchte, mancher Verlag schon gerne verkaufen. Ich will auch gerne verkaufen. Also ich habe da auch so mit dem Öffentlichkeitsmoment, das ist auch ein Trial and Error. Also ich habe da ausprobiert und war da am Anfang ganz nah dran an meinem Leben, habe da auch viel von meiner Beziehung reingebracht und das auch gezeigt und gemerkt, dass das so für mich nicht funktioniert. Also habe dann gemerkt, ich baue da auf einmal dann doch eine Fante, also eine Wunschebene rein, wie ich mir vorstelle, zeichne dann auch Dinge, die ich gerne hätte, die aber so nicht stattgefunden haben oder vielleicht auch ein bisschen anders stattgefunden haben. Das führte dann wieder zu Konflikten mit den beteiligten Personen, die sagen, du weißt aber nicht, du musst anders sein, das soll aber nicht sein, und ich möchte auch so nicht hervorkommen und die anderen sollten auch nicht so vorkommen. Ich habe dann immer gemerkt, ach, leck mich doch am Arsch. Es bringt eigentlich viel mehr, wenn ich den Blick auf mich schränke und meine Perspektive und Personen in meinem Umfeld als Einfluss im Vorkommen lasse, aber nicht unbedingt als direkte Person. Und damit bin ich auf dem Schneider, weil es ist einfach meine Version der Wahrheit und die kann man immer und so als richten. Johannes, würdest du deinen Werdegang ähnlich beschreiben, wie das Flix gerade erklärt hat? Würdest du auch sagen, also, so gehst du an deinen Blog heran oder wie ist deine Herangehensweise zu den Geschichten, die du erzählst? Wir haben leider ganz kurz dazu noch. Ich habe gefragt, ob man uns nicht fünf Bilder zuschicken könnte, deswegen läuft hier in der Endlosschleife die ganze Zeit laufen Bilder unserer Gäste. Leider ist Johannes nicht dabei, aber glücklicherweise gibt es ein neues Buch, Panik Elektro, und das ist über Comic Blogs. Und das hat Johannes mit fabriziert, als Mitherausgeber fungiert. Und da ist eine sehr schöne, mehrseitige, 20-seitige Einleitung drin, die auch schon sehr viel erklärt über das Comic-Bloggen und wo er auch verschiedene Facetten aufzeigt. Also wir haben ihn leider nicht hier an der Wand, aber wer möchte, kann gerne zum Stand vom Schwarzen Turm gehen und hier mal reingucken. Dann hat er auch weiter auch über die Kunst von Johannes Kretschmar alias Diesel gefallen. Okay. Also ich würde mich erst noch unterscheiden, wie ich angefangen habe. Ich wusste nämlich überhaupt nicht, dass es Comic-Blogs überhaupt gibt. Ich bin eher über die Blog-Ecke gekommen, also ich habe Sträblick gelesen und Nerdcore und habe mir von mir aus überlegt, das will ich auch machen, aber in Comicform. Und dann habe ich halt gegoogelt und erstmal Leo gefunden, was mich wieder erstmal demoralisiert hat. Dass es das schon gibt, weil ich mich sehr originell fand. Dann aber angefangen und am Anfang dachte ich, ich lasse das jetzt edgy. Also ich konnte ja nicht besonders gut zeichnen und habe auch nie besonders gut Comics gezeichnet. Das war eigentlich so ein Anfang. Und dann habe ich halt festgestellt, dass genau dieses Comic zeichnen und das dann mit Blogs verbinden, das ist irgendwas, was mir Spaß macht und habe das halt weitergeführt, so dass das heute im Grunde ein Comic-Blog ist, also ein Blog, der nur noch aus Comics besteht. Im Gegensatz zu Flix habe ich diese Tendenz nicht, mich jetzt unbedingt abgrenzen zu müssen, also zu sagen, ich mal will jetzt unbedingt realistisch bleiben, ich lasse alles fiktiv raus. Bei mir sind Situationen sehr oft überspitzt dargestellt, worüber sich meine Freundin auch sehr oft aufregt.
meine, sie ist auch zu negativ dargestellt, weil sie sich zum Aufräumen pflegen, so das wäre alles gar nicht so. Aber ich empfinde das einfach, dass das Ereignisse sind, die ich so wahrnehme und ich damit auch so auch wiedergeben kann. Also wenn ich meine Freundin in dem Moment so nervig empfinde, darf ich es so wieder so wiedergeben, solange sie nicht so stört, dass sie es verbietet. Du bist auch recht erfolgreich, was den Blog angeht. Du hast auch sehr, sehr viele Klicks. Da gibt es auch immer ein Ranking, wo man nachschauen kann. Und da warst du immer gut vertreten. Wie viele Klicks hast du tätig? Ich habe so 5.000 bis 6.000, wenn ich blogge. Also das schwankt sehr stark. Den Tag und Blogs, da kommen halt viele über Twitter oder Facebook-Links oder auf den RSS-Feed. Und wenn halt nichts passiert, dann kommt auch niemand. Das ist nur die Hälfte ungefähr. Es ist nicht unmöglich, dass ich die beiden Damen erstmal außen vor lasse, sondern die haben eine andere Herkunft. Deswegen frage ich jetzt erstmal Ivo Köter. Eine Manga-Ecke. Zu dem Zeitpunkt, als ich mit Bloggen begonnen habe, also 2006, hatte ich bis dahin ungefähr schon 10 Jahre ähnliches Zeug in meinen Lieblingsbüchern gezeichnet. Also da gibt es stapelweise davon, auch so unvermischt autobiografisches mit absolut abstrusesten Ideen. Und eigentlich mochte ich auch immer die ganz schrägen Sachen am liebsten. Und als ich dann angefangen habe, täglich zu bloggen, waren die Ideen manchmal rar und da schloss dann immer mehr Alltag ein in meine Geschichten. Also irgendwann hat sich das dann so verselbstständigt, dass meine ganze Familie damit spielte und irgendwelche Freunde. Und es gab immer eine sehr geteilte Fangruppe. Es gab einmal die mochten eigentlich am meisten die völlig abstrusen Geschichten mit Fliege oder einer fliegenden Kuh oder Würstel und sowas. Und die andere Fraktion, die mag eigentlich eher so die bodenständigen Alltagsgeschichten, vor allen Dingen den Anarchogen nur der Kinder, was ich so aufgreife. Und, also ich führe quasi das, was ich früher im Geheimen meine Skizzenbücher gezeichnet habe, führe ich jetzt öffentlich fort. Mein Professor hat mal gesagt, ich habe ja Grafikdesign studiert in Hildesheim und der Professor meinte, das Ganze müsste dann natürlich auch irgendwann mal irgendwo hinfinden und irgendeine Form gebracht werden. Also das ist eine wunderschöne Zeichnung, aber das nützt ja niemandem was, wenn die jetzt, wenn ich 50 Jahre lang nur in meine eigenen Skizzenbücher zeichne. Wäre das denn eine Option, zu einem Verlag zu gehen, diese Skizzen vorzulegen und zu sagen, ich möchte gerne ein Buch machen und will das gedruckt sehen? Oder war das sehr schnell klar, nee, das mache ich jetzt sofort digital, weil da passiert gerade was? Also ich hatte schon so eine ziemlich abgedrehte Comic-Serie und habe die auch deutschlandweit verschickt an nahezu jede Zeitung, die mir bekannt war, und aber ohne Erfolg. Und das war eigentlich so der letzte Impuls in dem April 2006, dann zu sagen, ja, dann leck mich halt am Arsch, dann mach ich das selbst im Internet. Ja. Verdiene ich zwar nichts damit, aber ich habe immer noch meinen schönen wöchentlichen Arschtritt, wirklich den Internet noch zu kriegen und zu zeichnen und nicht stehen zu bleiben, und werde gezwungen, auch meine Umgebung zu beobachten und nach Witzpotenzial abzuchecken, sozusagen. Und dann wird es auch gleich festgehalten, ohne noch großartig darüber zu sinnieren lange. Ja, also. Ich habe das knapp 2 Jahre täglich gemacht, aber dann muss ich das auch runterfahren, weil es einfach zeitlich nicht geht. Das war ja auch die Zeit, als gerade mein Sohn geboren wurde, also die hektischste Zeit eigentlich überhaupt in meinem Leben, da war der Ausschuss am größten. Mittlerweile bin ich bei einmal pro Woche angekommen und selbst das ist manchmal schwierig zu schaffen, weil ich ja nebenbei mittlerweile auch noch Comic-Alben zeichne. Du hast einen sehr, sehr aufwendigen Stil, du schraffierst auch sehr viel in deinen Comics. Ich kann mir vorstellen, dass du wesentlich länger brauchst als wie lange brauchst du so für den Strip dann? Die unterscheiden sich schon extrem. Also so einmal zum Beispiel, das geht relativ schnell, weil es nicht zu beachten ist, großartig. Ein Wiedererkennungseffekt von Figuren oder sowas. Ne? Aber jetzt die Strips, wo wirklich menschliche Wesen teilnehmen, die sind etwas, die dauern vielleicht etwas länger, weil man immer sehr auf den genauen Punkt einer bestimmten Geste ankommt. Also mir, dass es wirklich realistisch wirkt, das ist überhaupt nicht mein Ansinnen, sondern mir geht es manchmal um einen
ganz bestimmten Gesichtsausdruck oder eine ganz bestimmte Situationskomik, die muss irgendwie rübergebracht werden, egal wie übertrieben das Ganze ist letzten Endes. Ne? Ja, und da sitze ich dann an den einfacheren Skripts vielleicht inklusive Scannen und Nachbearbeitung so 3 Stunden, 5 Stunden für ein richtig aufregendes. Es hängt allerdings auch immer damit zusammen, wie viel Zeit ich habe. Wenn ich wirklich kurz vor Mitternacht schon bin, irgendwie, manchmal, getrieben, dann geht es schnell. Wenn es schnell gehen muss, geht es schnell. Und wenn ich viel Zeit habe, dann dauert es ewig. Unter Umständen. Komischerweise. Katja und Asja kommen ja eigentlich aus einem ganz anderen Umfeld. Ihr habt Manga gemacht auch vorher oder seid über diese Manga-Community reingekommen, die ja sowieso auch eine ganz andere Vernetzung haben, also die schon das hier so teilen muss, die Manga-Szene und die Comic-Szene. Aber ich habe manchmal das Gefühl, das ist in ihren Anfängen noch so, dass die deutschen Mangaka, die tauschen sich toll aus, die kommentieren ihre eigenen Geschichten und machen das alles über die Plattform Animex. Und seid ihr beide auch aus diesem Austausch quasi entstanden oder eure Idee zu bloggen auch daraus entstanden? Resultierte das daraus? Oder erzählt mal, wie ihr dazu gekommen seid. Ja, ich bin komischerweise wirklich durch Asja auch zum Blog gekommen. Da haben wir nochmal wieder auf Messen getroffen und haben uns unterhalten. Und ich weiß noch, dass ich damals auch gerade so auf der Suche war. Also ich habe gemerkt, dass für mich der Manga-Stil, der Form, den ich betrieben habe, nicht mehr ausreicht und dass ich nach neuen Möglichkeiten des Zeichnens gesucht habe, einfach auch weil ich mich selber in meiner seltsamen Phase gefunden habe. Ja, dann hat mir Asja erzählt, dass sie bloggt und dann habe ich das auch mal probiert und das war ganz gut, weil ich damals einen sehr strange Ex-Freund hatte und konnte mich dann immer sehr gut für mich selber darüber auslassen und war am Anfang noch sehr privat, gebe ich auch zu. Ich habe danach komischerweise von Felix Stark was gelesen, wo ich auch sehr gut mitgehen konnte. Das hat in dem Moment meinen Zuspruch gefunden. Und so habe ich das eigentlich angefangen. Und bin dann aber auch inzwischen davon abgekommen, auch sehr privat zu werden. Und gehe jetzt auch ein bisschen subtiler vor. Also, wenn ich jetzt meine Anfänge lese, denke ich auch mal, oh Gott, hast du alle dargestellt, alle haben einen Namen und alle sehen genauso aus. Und ich könnte das auch lesen, das wäre schon sehr privat. Und das ist mir jetzt ein bisschen manchmal peinlich, aber dann denke ich mir, okay, das mache ich jetzt nicht mehr so und bin das besser. Ja, ich bin in einem Haus voller frank-belgischer Funnies aufgewachsen, habe die als Kleinkind auch gelesen, wollte keine Bilderbücher und so, bin aber dadurch gar nicht so sehr zum Zeichnen gekommen, sondern war immer irgendwie Comicleserin. Und als dann die Manga-Welle nach Deutschland schwappte, fiel mir dann auf, dass mir das Zeichnen doch eigentlich auch sehr großen Spaß macht. Und dann habe ich angefangen, ja, den übelsten Manga-Stil zu zeichnen, bin dann aber schnell wieder zum Comic zurück und habe auch 2003 genau 2 Tage lang schon mal den Comic-Tag durchgehalten und habe das 2005 auch nochmal versucht und habe dann auch 1,5 Wochen geschafft und zum jetzigen Bloggen bin ich gekommen, als ich dann Leo Quarwald an Weihnachten 97 an einem Tag durchgelesen habe und dann habe ich mir gedacht, das mache ich jetzt auch nur anders. Und seitdem halte ich eigentlich ganz gut durch, ab und zu mache ich mal 100 Pause und dann gibt es für den Monat dann einfach mal 2 Comics. Ist auch mal ganz schön, wenn Asja Pause macht, dann ist man selber auch mal so ruhig und weil Asja so viel sehr das Leid ist und wenn es dann geht, Asja macht mal Pause, kann ich auch mal zurückschicken. Eine Stunde habe, in der ich Fernsehen gucke und die Comics zeichne. Und wenn dann halt was dazwischen kommt, dann bin ich auch gleich wieder drauf, was dann auch 1 Monat lang passiert. Du hast gesagt, dass du so subtiler rangehst. Wie verschleierst du das Tagebuchartige dann? Ich verschleiere nichts. Ist Authentizität wichtig? Ja. Ja, und auch für die Leser? Bei den Comic-Books ist es ganz interessant, dass oft kommt.
Kommentarfunktionen dazu gibt, zu den einzelnen Comics, sodass der Leser auch produktiv werden kann und eingebunden wird in den ganzen Entstehungsprozess. Und ich glaube, dass die Kommentarfunktion auch ein weiterer Anreiz ist, weiterzumachen. Habt ihr die Erfahrung gemacht, je authentischer ich bin, umso besser sind die Kommentare? Oder wie wichtig ist Authentizität bei den Tagebuchblogs im Internet? Ich glaube, dabei geht es nicht aus. Es geht nicht darum, dass das, was ich dort beschreibe, eins zu eins so passiert ist im Leben, sondern dass es in diese Tagebuchwelt und die Welt, die sich da öffentlich mal da rein hat, und dass es nachvollziehbar ist, dass es keine riesigen Sprünge gibt oder auf einmal ist das so und auf einmal ist das so, sondern es soll eine gewisse Kontinuität haben. Es kommt, also meiner Erfahrung nach, kommt es bei Lesern dann, wenn es bestimmte Themen sich immer mal wiederholen, man merkt auch selber dann auf einmal, wo man eigene Schwerpunkte hat. Und fängt dann in dem Bereich dann auch genauer zu beobachten. Aber das heißt trotzdem nicht, dass alles, was da in den Comics drin ist, eins zu eins passiert. Das ist die Notwendigkeit. Das ist ja eine Unterform vom autobiografischen Comic. Der autobiografische Comic hat ja in den Graphic Novels einfach auch so seinen Boom erlebt. Und diese neue Stripform, die wir hier erleben im Internet, hat auch stark autobiografisch geprägt, aber ich habe oft den Eindruck, dass immer noch dieses spielerische Element mit reingebracht wird. Was ich zum Beispiel ganz interessant finde, ist, ich habe nie den Eindruck, dass es wirklich angewidert wird an Themen, an Zeitströmungen oder sowas. Als hier unsere deutsche Lena letzte Woche den Grand Prix gewonnen hat, da habe ich dann gedacht, jetzt gucke ich mir doch mal die Blogs an, ob hier irgendjemand zu diesem Thema irgendwas macht. Und dachte dann, ach cool, ist ja gar nicht. Ja, aber hier stehen doch im Mittelpunkt. Bei denen doch. Ja, aber ich weiß nicht, wenn WM ist, wäre das auch wieder ein Thema, womit man den Leser gefangen nimmt und sagt, Mensch, dein Thema ist die WM, meins auch, und jetzt mache ich was über die WM. Also, ja, aber da würde ich mich ja quasi auf die Seite des Lesers schlagen und sagen, ich mache das, was dir gefällt. Das ist auch nicht. Oder ich mache das, was dir gefällt, und das ist nicht legitim. Und die wiederhole ich auch nochmal wieder. Also ich trinke gerne Kaffee. Machen vielleicht auch viele andere Leute, aber ich schreibe nicht darüber, weil viele andere Leute gerne Kaffee trinken, sondern ich gerne mache. Und deswegen gibt es Geschichten, also ich fokussiere mich dann immer mal wieder drauf und merke, okay, da kann ich was draus machen. Das kommt dann wieder an, aber das ist nicht das primäre Ziel, um das zu machen. Also, würde ich jetzt gerade sagen, hätte ich wahrscheinlich was über Lena gemacht, weil ich finde, sie ist schon ein sehr schönes Thema. Wobei ich auch denke, dass jeder seinen Blog nochmal völlig eigen interpretiert und das, was er da macht. Also wie weit man sich jetzt da auf sein eigenes Leben beschränkt und autobiografische Dinge preisgibt oder zumindest darüber erzählt oder inwieweit man sich mit völlig anderen Dingen beschäftigt, die auch zur Autobiografie gehören, weil sie eben im Moment passieren. Also ich habe das irgendwann als eine ganz gute Brücke entdeckt, nicht immer nur mit meinem Leben zu langweilen, eben auch über andere was zu erzählen, weil mein Leben ist einfach streckenweise über Wochen wahnsinnig langweilig. Und wenn man dann jeden Tag da sitzt und denkt, ah, was habe ich denn erlebt, Zähne geputzt, schon wieder so ein Zähneputz, ich glaube, geht nicht. man verzweifelt ja auch und dann greift natürlich alles, was noch so, also das heißt, man steht ja unter, wenn man es tatsächlich täglich macht oder vielleicht auch nur wochentäglich, vielleicht auch nur wöchentlich, man steht ja dauernd unter Zeitdruck. Also man ist immer eigentlich so mit dieser Haut und Nacken da, deswegen mache ich auch gerade eine Pause, weil das irgendwie so ein bisschen zu viel wurde da irgendwann. Und ich finde es dann schon durchaus auch reizvoll, hin und wieder meinen Senf zu etwas öffentlicheren Themen dazu zu geben. Nur weiß ich natürlich in der Regel nicht mehr als andere Medien und ich verstehe mich jetzt auch nicht auf einen klassischen, kritischen Blogger, der jetzt so, ja, wieder Finger in die Wunde und so, Lena, jetzt sage ich euch mal die Wahrheit darüber oder so, sondern mir geht es dann eigentlich eher darum, das, was bei mir an medialer Verarbeitung ankommt, dann nochmal wieder zu spiegeln. Also im Grunde schon wieder aus meinem ganz persönlichen Erlebnissen, auf meinen Erlebnissen mit Lena zu schöpfen und sie dann darüber dann was zu machen. Das reicht viel mehr, als jetzt zu sagen, so, bei der nächsten Wahl muss ja unbedingt, ich sag mal, die FDP und was verrückt zu sagen. Aber reicht mich jetzt nicht. Seid ihr politische Blogger vielleicht?
wenn man zum Beispiel Themen aufgreift, und obwohl man das vielleicht nicht jetzt unbedingt machen würde, kann man sehr viel Aufmerksamkeit erzeugen. Und die Blogosphäre ja an sich schon sehr groß verlinkt ist. Und wenn man jetzt über ein Thema schreibt, über das alle sprechen, wird man auch sehr schnell wieder viel verlinken, kann wieder viele Besucher kommen. Aber ich finde solche Einträge immer schlecht. Also wenn ich einen privaten Eintrag hätte mit einem völlig trivialen Thema, was mir aber sehr gefällt, würde ich das immer auf ein Thema vorziehen, was vielleicht mehr Besucher anziehen wird. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wenn ich über Harry Potter blogge, dass dann die Kommentarzahlen ziemlich hochgehen. Also ich hab nämlich immer den Traum, dass ich irgendwie Harry Potter bin und ich kann nämlich nur einen einzigen Zauberspruch und ich kann nur das Licht anmachen. Und ich suche ständig nach dem passenden Zauberspruch und davon freue ich mich ziemlich oft und deswegen verarbeite ich das oft und dann gehen eben die Kommentare wirklich hoch. Also bei mir gibt es auch diese Faszination des Banalen, die Flix vorhin erwähnt hat. Und deswegen wenn jetzt vielleicht gerade im Fernsehen ein Beitrag über diese Öltest läuft, wenn ich das anschaue, dann wird vielleicht eher die umgefallene Chips-Tüte thematisiert werden als dieser eigentliche Fernsehbeitrag. Das läuft vielleicht im Hintergrund auf dem Bildschirm, aber das wird jetzt nicht so direkt von dir thematisiert werden. Eher vielleicht auch, dass das Senderdraht weggeht an der spannendsten Stelle oder so. Passiert ja. Mit dem Banal ist es ja so, dass es sehr schnell umkippen kann und das ist langweilig. Wenn ihr mal einen Griff macht, wo ihr vielleicht mal nicht so gut drauf wart oder so, ist dann in der Kommentarleiste sofort so, ach Mensch, heute war aber jetzt echt mal nicht so doll, morgen aber wieder ein bisschen mehr Power dahinter. Also werdet ihr auch so animiert dazu oder ist eure Leserschaft da eher gutmütig und dezent für euch? Naja, mir passiert es oft, dass gerade die schlechteren oder die schlechteren Comics eher die guten Kommentare kriegen. Also gerade das eher gemacht wird. Und man muss auch mal einen schlechten Comic machen, damit man danach wieder einen guten machen kann. Hat mir mal jemand gesagt. Das stimmt, also ich finde auch, dass besonders ankommt. Oder einfach ganz viele Reaktionen hervorrufen. Und jemand ist schlecht, weil ich eigentlich angenehmer finde, wenn so gemäßigte Reaktionen vertreten. Normalerweise mache ich nicht so wie wir, weil das Level kann man erreichen. So ein ganz guter Aufreißer, die viel provozieren sozusagen oder viel hervorrufen, das ist schwer wieder zu toppen. Und dann mache ich manchmal sogar dann bewusst danach was ganz Einfaches und Langweiliges, die Wolken verweisen oder irgendwie auch nur Stille, einfach mal Stille wieder aufzuteilen. Einfach um diesen Kontrast klar zu machen und selber den Raum zu geben, wieder neu anzufangen. Ja, brauchst du für deinen Text? Wenn ich weiß, was ich machen will, halt. Ich habe gesehen, das klingt sehr, sehr klein zeichnen. Ich zeichne ziemlich groß und klebe auch enorm viel rum. Ich schneide es halt hier auch ein bisschen länger. Das ist doch mal die Zahl. Ja. Achso, okay, die Zahl, ja, zwischen 1 und 2 Stunden auf jeden Fall. Also ich zeichne ja auch so lange, wenn ich gerne so viel zeichne, ist vielleicht auch so lange. Genau. Aber mir ist die Zeichnung immer sehr, sehr wichtig dabei. Und das ist die Tätigkeit, wo ich mich am wohlsten fühle. Insofern macht es überhaupt nichts aus. Egal, wie viel Stunden ich daran sitze. Ich denke zum Beispiel zwischendurch auch mal sehr, sehr viel nochmal nach. Also ich zeichne nur 2 Schritte, das sehe ich auch, und mir Kaffee setze ich nochmal hin, mach nie, da kann ich schon wieder alles, stehe wieder auf, dann nimmt mich vielleicht jemand an, dann setze ich nochmal hin, aber dann sieht immer noch blöd aus und ja, dann wird es nicht besser und dann setze ich wieder. Also viele Zwischengänge noch da. Wenn du sagst, du schneidest aus, wie stelle ich mir das vor, Copy-Paste oder zeichnest du auf Papier und scannst es dann ein? Also mein Comic-Kollege Matthias kennt das, ich bin eine sehr, sehr unordentliche Zeichnerin, ich probe einfach drauf los, da fällt schon mal so ein Kuschelpass um, naja, dann kloppe ich eben ein bisschen Eckweiß drauf, wird auch nochmal aufgeschnitten, wenn mir das Panel nicht gefällt und das ist sehr, ja, fragmentös. Also nicht alle arbeiten hier, glaube ich, so altertümlich mit Papier. Mensch, du machst das Bloggerpodium und jetzt schreibst du jemand auf Papier auf, das geht doch gar nicht. Wer arbeitet denn hier nicht mit Papier, sondern rein digital? Erzählt mal, was ihr da so macht. Ja, ich zeichne auf so ein Borken, was auch vorne in meiner Vitrine liegt, in Photoshop direkt, weil ich das sehr viel praktischer und so. Es gibt auch viel mehr Möglichkeiten, finde ich. Man muss nicht radieren, man kann einfach Steuerung Z drücken und alles ist wieder weg. Ich habe mir nie die Frage gestellt, dass ich merke, wenn ich die Hand zeichne, wirkt das alles immer sehr unbefriedigend und nicht so, wie ich das eigentlich habe, wie das aussehen soll.
gerade digital, wenn es dann gerade in Farbe geht, habe ich da viel mehr Möglichkeiten, mich da auszulassen. So. Es gibt natürlich keine Originale mehr. Das ist die Originalsammler natürlich schwer zu finden. Mit dem Ton, ich kann es ja ausdrucken und dann ja, es hat halt für mich den Vorteil, dass es also mir ging es vor allem darum, dass ich arbeite genauso nur, dass ich Apfelfleisch drücke, wenn ich das übrigens mache. Und ich versuche aber auch das zu vermeiden, weil es auch für mich eigentlich ein überflüssiger Schritt ist. Also wenn es nicht gelungen ist, dann bleibt es in der Regel auch irgendwie nicht so ganz gelungen. Also mir kommt meistens auch mehr auf die Idee, die Geschichte und den Text an, als auf die Zeichnung. Es gibt immer wieder Comics, wo es Ausnahmen gibt, wo ich wirklich in der Zeichnung lange sitze, aber als ich überlegt habe, wie ich das Ganze anstellen soll und wie ich auch das ermöglichen kann, sowas in den Tag zu integrieren, jedes Mal, da ging es mir eben auch darum, irgendein Mittel zu finden, das möglichst schnell ist, also wo ich dann nicht einen Scanner brauche. Und weil ich habe anfangs dann auch so die ganzen Kram mit in den Urlaub genommen und von da aus dann geblockt und so. Und das musste einfach alles irgendwie so Laptop fertig, also natürlich dann noch so Zeichen und dann wieder sehr viel drüber. Aber ist also so ein, der Zeitrahmen bei mir ist eigentlich so eine halbe Stunde, wenn es gut klappt, und maximal zwei Stunden. Und wenn nach zwei Stunden nicht war und ich merke so fünf Minuten, bevor ich zwei Stunden rum bin, dann mache ich halt so einen Käse, der dann meistens aber auch bei den Kommentatoren unglaublich gut ankommt. Und dann ist halt auch immer auf das ganze Zeit so dieses komische Zeug, dass man sich dann noch so mit letzter Kraft auf den Hirn bringt, dermaßen seltsam, dass die Leute zumindest denken, sie müssen was dazu sagen. Also, wir haben jetzt mehrmals gehört, dass es ja auch kein Zuckerschlecken ist, zu bloggen, also dieser tägliche Druck. Einerseits ist es natürlich ganz schön, man liefert eine Geschichte ab und braucht gar nicht mehr drüber zu gehen hinterher. Das heißt, man darf gar nicht jetzt einen Infektionsdrang zu haben, das Bestmögliche abzuliefern, sondern eigentlich nur das, was jetzt gerade am besten geht. Und dieser Druck ist natürlich dann nochmal schon so groß, dass du gesagt hast, nee, ich höre jetzt einfach mal auf. Du sagst auch, du machst Monate Pause. Du sagst, auch du kannst es nicht täglich leisten. Irgendwie, wie groß ist dieser Druck, irgendwie täglich was abliefern zu müssen? Wie geht man damit um? Also ich hatte anfangs irgendwie besonderen Druck empfunden. Also auch wenn ich schon im Wochenende nicht gemacht habe, ich nur das Gefühl, ich muss das jetzt machen, ich enttäusche auch jemanden. Habe dann aber schnell gelernt, dass man das Gefühl nicht braucht oder dass man es nicht haben muss. Dann habe ich dann auch mal Tage aufgehört, auch mal zwei Wochen. Weil ich finde, in der Zeit, wo man, wenn man sich gezwungen fühlt, bringt man einfach nichts Gutes. Und dann wird alles nur gezwungen. Man versucht aus einer Geschichte rauszuziehen, die eigentlich nicht da ist. Und die einträgt, wo man locker rangeht und die wirklich auf einen Punkt liegt, wo man sagt, wie möchte ich es machen, tut sehr viel besser. Ich finde es ganz spannend zu beobachten, dass es tatsächlich da draußen in der Welt Leute gibt, die den Blog lesen und wenn man dann nichts macht, einem Mails schreiben und einen auffordern, noch bitte endlich weiterzumachen. Man will ja schließlich jeden Tag auf diese Webseite gehen, sich das angucken und dann hätte ich ja ein Recht darauf. Das finde ich komisch bei einem kostenlosen Angebot, was man einfach so macht. Und wenn man die immer mal rauskürzt, diese, also nicht viele, aber jetzt nur diese zwei, drei Handvoll Geld und dann irgendwie mal melden, alle anderen sind echt freundlich und geduldig und fühlen auch so mit. Ich glaube, das ist auch eine große Stärke bei diesen ausgefüllten, abgestandenen Haufen Sachen, die man eben in den Blogs findet. Man sieht den Künstler dahinter relativ deutlich. Und wenn man merkt, okay, gerade macht er nichts oder gerade kann der es vielleicht auch einfach nicht, dann entwickelt man dafür eine Empathie und ein Verständnis und versucht das irgendwie auch noch zu supporten, wenn es irgendwie möglich ist. Vielleicht durch Bücher kaufst, vielleicht durch Merchandising kaufst oder so. Einfach, dass man Möglichkeiten schafft, dass der das wirklich machen kann, wenn man den Kauf gut findet. Das ist mein Leser an. Also bei mir arbeitet das dann am Ende, aber als ich es noch täglich gemacht habe, auch in einer Art Druck, aber es schon hat. Und ich habe das selber gemerkt, dass ich irgendwie die Notbremse ziehen muss und irgendwie auch pausieren muss und das auch irgendwie lernen muss, dass es nicht alles ist, dass man da ja, sich wirklich zur Zeit, zu diesem Zeitbezug wird, vor allen Dingen. Das ist wichtiger, dass wir das eigentlich so. Also mir bekam es eigentlich ganz gut, dass ich das dann runtergefahren habe, den Rhythmus. Allerdings fielen die Ideen mir besser zu, als ich es noch täglich gemacht habe. Also je größer der Rhythmus wird, umso mehr quält man sich dann auch. Na, ich habe mir eigentlich überlegt, dass ich den Anspruch wirklich daran setze, dass ich einen guten Comic mache. Also wenn ich wirklich eine Idee habe, den Comic zu machen und nicht nur, weil es nicht jeden Tag machen zu müssen. Wirklich
soll mit der Comic rauskommen. Ich eben so halt meinte, ich brauche nicht jeden Tag einen Zahnputz-Comic, dann lasse ich das im Mac, dann glaube ich das eben nicht, dann mache ich es halt. Ja. Also ich glaube, das ist schon eine. Also man muss schon, glaube ich, ein ziemlicher Zwangcharakter sein, wenn man das so eine gewisse Zeit durchhält, täglich was zu machen oder sehr regelmäßig was zu machen. Mir geht es so, dass es mir eigentlich auch sehr schwer gefallen ist, aufzuhören nach 5 Jahren, weil ich immer die Angst hatte, also nicht, dass mich meine Leser verlassen oder hassen oder so, sondern dass da irgendwie der Faden reißt, dann ist es vorbei oder dass ich nichts finde, woran ich das anknüpfen kann. Und ich glaube, Ivo hat eben gesagt, dass es ja auch darum geht, dass man sich schon eine Ideensammlung zulegt. Also für mich war das Sorgen auch eine Möglichkeit, also nicht nur tagesartig zu arbeiten, sondern auch der eigenen Faulheit entgegenzuwirken und zu sagen, jetzt schaffe ich aber mehr als, sagen wir mal, 2 Seiten pro Jahr, sondern wenn ich also diese tolle Vorstellung zu sagen, wenn ich jetzt jeden Tag einen Comic mache, dann habe ich ja am Ende das Wahnsinn, also so dieses riesige Archiv, das jetzt dann erstmal zurück mit mir angekommen ist. Aber das ist schon auch ein großer Reiz. Aber ich glaube, ich habe anfangs immer wieder versucht, auch Leute zu überreden und zu sagen so, ja super, und du musst auch mal bloggen. Hat keiner gemacht, komischerweise. Weil irgendwie liegt es dann, glaube ich, doch nicht jedem. Also zum einen, glaube ich, nicht dieses, natürlich nicht dieses Tagebuchartige, aber auch nicht diesen Zwang der Regelmäßigkeit Tag für Tag auszusetzen und auch immer das, was man so kurz begütet hat, einem Publikum vorzuwerfen und zu suchen, was sagen wir dazu. Also die Öffentlichkeit, das habe ich jetzt auch gemerkt, wo ich aufgehört habe, ist eigentlich, das erzeugt bei mir dann tatsächlich noch den größten Druck. Also gar nicht mal, dass ich selber mir immer sage, so, mach, 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 sondern dass ich eben, dass ich dadurch, dass die Leute lesen, denke ich, muss ein gewisses Qualitätslevel halten. Also ob die jetzt so einzelne Kommentare berühren mich wenig, aber ich habe dann natürlich kann auch nicht alles zeigen. Also ich kann jetzt nicht hinsichtlich nur sowas kritzeln und dann hier nehmen wir mal das. Wäre mir sehr unangenehm. Platt machen Kommentare ja auch wenig Platz und Geld ist ja auch eigentlich ein ganz interessantes Thema. Einige von euch haben Glück gehabt und sind bei Lieferungen in großen Verlagen. Der wollte ich auch noch sagen. Auf jeden Fall werden einige Blogs ja, du bist bei Reprodukt, der Flix bei Carlsen und der Ivo bei seinem eigenen Verlag. Wie kann das ruhig nennen? Speed Comics. Und wie ist das mit euch? Habt ihr einen Mehrwert davon? Also kommen Aufträge rein über die Blogs? Ist es so, dass Leute auf euch zukommen und sagen, Mensch, ich habe diesen Blog gelesen und jetzt würde ich mal was mit dir machen? Okay. Also ich hatte schon Aufträge dadurch, auch schon recht gut bezahlte. Ich nicht. Also direkt auf Comics sitzen. Zum Beispiel mal für eine Schweizer Firma, mal eine Zeit lang. Direkt im Paralleluniversum Stil mit absoluter Freiheit was gezeichnet, weil das war schon super. Also das war. Also mir hat gerade jemand geschrieben, hallo Flix, ich habe einen Kalender für Abiturienten erstellt, der bald vielleicht bei einem Verlag bundesweit vertrieben wird. Für den Kalender benötige ich etwa 15 Kurzcomics, so ungefähr wie die 4 Felder-Comics, die ich auf seiner Homepage entdeckt habe. Zahlen kann ich leider nicht, übernehmen Sie solche Aufträge. Herzliche Grüße und den Namen verschweige ich jetzt einfach mal. Ja, es kommen Reaktionen. Hast du ja zum Thema. Ich würde noch irgendwie eine Reaktion. Also, ich habe ein paar Anfragen bekommen in der ganzen Zeit, in der ich blogge, und die habe ich aber beide ablehnen müssen, aus Zeitgründen und aus Lustgründen, weil dann auch so Hochzeitszeit und Comic wird, wenn die Leute noch dafür bezahlen. Kann ich nicht machen, tut mir leid. Ich habe aber auch nicht so das Bedürfnis jetzt, Comics für private Personen auf Sale zu zeichnen, sondern wenn dann bei einem Verlag mal was anderes als das zu machen. Jetzt hat er? Du da Erfahrungen gemacht in dem Bereich? Nein. Du alles? Ja, sogar sehr gut ist. Also ich bin ja freiberuflicher Illustrator und mache so Grafikdesign oder Motion Design, und da ich das ja im Grunde nicht gelernt habe, ist der Blog im Grunde meine einzige
bin ich darüber. Das geht auch so weit, dass ja in der Blogosphäre die Leute ganz verschieden arbeiten und die erinnern sich halt an jemanden, hey, der macht doch sowas und empfehlen sich auch sehr schnell weiter. Also man hat da im Grunde eine unendlich große Präsentationsplattform, die man kostenlos im Grunde nutzen kann. Ja, aber vor ein paar Jahren vernetzten sich die Blogger untereinander und haben so per Schneeballprinzip ihre eigenen Skripts kommentiert oder nach einem Thema gearbeitet, also nach demselben Thema. Das fand ich ganz spannend, dass das damals stattgefunden hat. Das würde ich mir vielleicht in Zukunft auch mal wieder wünschen. Das ist eine Frage. Ja. Und da wir leider nur noch 10 Minuten Zeit haben, möchte ich jetzt gerne auch das Podium vielleicht einfach mal freigeben für Fragen aus dem Publikum, wenn es denn Fragen gibt. Vielleicht mag ja jemand an jemanden eine Frage richten. Kennt einer von euch den englischen Comic Questionable Content? Ja. Beeinflussen lassen, lese ich auch nur sehr unregelmäßig, das ist nicht so meine Welt, weil es gibt immer als einziges nicht an. Comics im Internet interessieren tatsächlich diese autobiografischen Tagebuch-Comics. Der Voyeurismus ist schon aufgeprägt. Absolut. Und die Zwangsneurose natürlich. Voyeurismus, Zwangsneurose, das muss man schon mitbringen. Ja. Die werden auch mit Sicherheit das Buch signieren und so starten, das habe ich schon gesagt.
eine Frage nehme ich den. Mich würde vor allem der kommerzielle Aspekt auch vor dem Hintergrund, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, interessieren. Einerseits hat Flick eben angedeutet, dass es ja auch sowas wie Merchandising rund um den täglichen Skript geben kann. Aber seht ihr Möglichkeiten, wenn ihr denkt, wir treffen uns in 2 Jahren oder vielleicht in 4 Jahren hier wieder, dass euer Blog auch eine durchaus kommerzielle Ebene erreichen kann, eben durch Merchandise oder durch andere Vermarktungsformen? Oder ist es eben wirklich in Anführungszeichen nur rein eine Präsentationsfläche, um euch darzustellen, um daraus wiederum eben Aufträge, wie eben gefragt, zu generieren? Die ganze Arbeit, die wir da machen, ist eine Mischkalkulation. Mit dem Tagebuch selber oder mit dem Blog-Einträgen selber kriegt man, glaube ich, kein Geld verdienen. Und ich merke auch, dass ich auf meiner Webseite gar keine Werbebanner von irgendjemand haben möchte, weil es eben davon lebt, dass es diesen privaten, persönlichen Charakter hat. Gleichzeitig entstehen da Figuren, Nebenfiguren oder Situationen, die einfach lustig, spannend oder auch beliebt sind. Und wenn man die dann eben schafft, in einer passenden Form umzusetzen und vielleicht selber ein kleines System aufbaut, wo man eben Sachen vertreiben kann, dann honorieren das die Leute und sind das aber lieber und merken, dass sie so tägliche Gratisangebote eben einfach unterstützen können. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass wir da alle, alle meine, die wir wissen, in 2 oder 4 Jahren nicht mehr so schön weiter sind. Für den alleinigen Lebensunterhalt muss dann wahrscheinlich leider immer noch nicht reichen, aber mehr wird es auf jeden Fall. Ich will auch stark hoffen, dass wir in 2 bis 4 Jahren alle ein bisschen weiter sind. Ich glaube, jetzt entlassen wir erstmal unsere Gäste und wir alle wieder auf den Vortragsraum. Wenn ich Ihnen warten darf, dann bleiben Sie jetzt einfach sitzen und hören sich den Vortrag von Erik Rönstein an. Ich glaube, das wird ein sehr intelligenter, kluger Vortrag werden. Wenn Sie sich für Comics interessieren, ansonsten stören Sie über diese. Über den Erlanger Comic-Salon gibt es sehr, sehr viel zu entdecken, unter anderem auf dem Blog. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, ich bedanke mich bei den Gästen. Mein Name ist Dorsi Toxi, ich schreibe über Comics und wünsche Ihnen noch viel Spaß und einen schönen Tag.